Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher, was mir auch verdammt leid tut. Und hier ist nochmal ein Spiel aus meiner Kindheit. Es heißt Grand Prix Circus. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Circuit und so weiter. Ist auf jeden Fall eine der frühen Rennsimulationen in wunderschöner, altbekannter, wohlerhaltener EGA-Grafik. Und ich will es mir nicht nehmen lassen, dieses Spiel jetzt zu spielen. Ich selber habe dieses Spiel eigentlich nie so oft gespielt. Ich habe eher meinem Vater dabei zugeguckt, wie er es gespielt hat. Ich fand es relativ langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht auch hier, die Rennstrecken sind nicht mehr so aktuell. Ich kenne mich in der Formel 1 im Moment auch nicht mehr aus. Ich weiß nur, Silverstone sieht nicht mehr so aus wie hier. Silverstone ist wohl umgebaut worden. In Detroit fährt man schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, der große Preis von Kanada... Ah doch, den gibt's noch. Aber, ja, 8 Rennstrecken ist auch längst nicht mehr State of the Art. Trotzdem werden wir das jetzt spielen. Und ich nehme einfach mal die Rennstrecke von Monaco. Die ist immer sehr beliebt. Und in diesem Spiel hat man dann die Auswahl zwischen 3 hochwertigen Rennwagen. Ich habe dieses Spiel schon eine Ewigkeit nicht mehr selber gespielt. Ich meine mich zu erinnern, dass der McLaren eine scheiß Kurvenlage hatte. Der Ferrari hat einen Gang weniger und kann deshalb nicht so schnell fahren. Und der Williams ist das Auto, mit dem man normal fahren sollte. Übrigens, ja, die Musik ist verdammt nervig. So, jetzt muss ich erstmal eine Runde Qualifying fahren. Und ich muss selber schalten. Okay. Gut, dass ich das weiß und mein Foto schon mal ein bisschen schrotte. Oh. Ja. Habe ich gut hingekriegt. Okay, ich wusste nicht mehr, dass man da selber schalten muss. Kann ich hier nicht einstellen? Achso, wahrscheinlich muss ich hier auf Anfängerlevel fahren. So eine Pisse. Geil. Mensch, ich bin heute so drauf. So richtig, richtig geile Laune und so. Menschenskinder, Menschenskinder. So, kann ich jetzt fahren? Dankeschön. So. So geht das doch. Muss auch nicht selber schalten und so. Gucken kann ich? Nee, ich kann nicht mal manuell schalten. So. Was man hier jetzt schön machen kann, man hat wunderbare, vielfältige Kontrollen zur Verfügung. Man kann mit der Cursor-Taste hoch Gas geben, mit rechts lenkt man nach rechts, mit links lenkt man nach links und mit Cursor-Taste unten, nach unten bremst man. Ja, also braucht man mehr Steuerung. Eigentlich für so eine tolle Formel 1 Simulation nicht. Oh scheiße, ein Tunnel. Oh mein Gott. Puh, das war knapp. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin so drauf. Total. Also heute ist, ich weiß nicht, wann ich das Video online stellen werde. Wahrscheinlich nicht mehr heute. Eher so demnächst mal. Weil ich muss es erstmal schneiden und bearbeiten. Und viel Arbeit, hahaha, reinstecken. Aber es ist gerade Kar-Samstag und morgen ist nicht nur Ostersonntag, sondern da habe ich auch noch Geburtstag. Also nicht jetzt morgen im Sinne von morgen, wenn ich das Video online gestellt habe, sondern morgen, also Ostersonntag und so. Gut, jetzt habe ich mich qualifiziert und bin Siebter, weil ich so drauf bin, weil heute so ein toller, schöner, wundergeiler Tag ist, wo in Reutlingen eigentlich der Strom ausgefallen ist, flächendeckend, aber das ist eine andere Geschichte. Fahre ich jetzt fort und jetzt kommt das Rennen gegen tatsächlich wirklich gute, realistische Gegner mit einem arschgeilen Kollisionsmodell. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Boff, boing. So ist richtig Fahrreihen geschrotet. Boah, pow, wie so eine Flipperkugel. Bong, bong. Da hat man weder Kosten noch Mühen gescheut. Gut. Also wie gesagt, ich habe das Spiel seltener gespielt. Jetzt bin ich schon kaputt. Nee, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Mensch. Ich habe das Spiel selber eher selten gespielt. Aber mein Vater hat es voll viel gespielt. Und jetzt fahren wir mal in Hockenheim. Und ich weiß noch, wie er damals so urstmäßig drüber gestaunt hat, dass das eigentlich voll realistisch gemacht ist, weil da im Hintergrund... Ne, ich will die Qualifying-Runde eigentlich nicht fahren. Ich wollte eigentlich nur ein Rennen fahren. Egal, probieren wir es nochmal. Ja, also er meinte, das sei alles voll realistisch und die hätten da voll weder Kosten noch Mühen gescheut. Und
da die Hintergründe, die seien ja auch so wie in echt, weil zum Beispiel, wenn man in Japan fährt, dann ist der Fujiyama im Hintergrund und Monaco, da war im Hintergrund das Casino und das sieht ja alles so echt und überzeugend aus. Also ich glaube, heutzutage weiß er selber, dass das eigentlich Bullshit ist. Ja, und jetzt fahren wir hier lustig vor uns hin. Ich habe jetzt ganz bewusst ein paar Sekunden lang mal nicht kommentiert, um einfach dieses traumhafte Motorengeräusch wirken zu lassen. Ich finde das auch interessant, da sind Berge im Hintergrund. Also ich war schon ein paar Mal in Hockenheim, da ist extrem flach. Vielleicht haben die Entwickler damals gedacht, oh, that's in Germany, German have the Alps, there are mountains to things, dann machen wir einfach mal Berge rein. Es ist ja in Deutschland und da gibt's Berge und bestimmt auch da, weil die Amis gehen ja sowieso davon aus, dass Europa so eine kleine Insel ist. Und da laufen die Leute in Lederhosen rum, essen Croissants, machen Stierkämpfe und England ist irgendwie auch noch so mit dran gehängt. So, hätte ich heute mal wieder meinen intoleranten und vorurteilhaften Kommentar zur Lage der Nation abgegeben. So, ich bin schon wieder im Gras gelandet. Freut mich tierisch. Ah, dieses Motorengeräusch ist so lieblich. Es bezaubert mich schier gar. Ich weiß nicht, wie ich es die Jahre über ohne diese Geräusche ausgehalten habe. Und nein, es gibt keine Soundblaster-Unterstützung für dieses Spiel. So, ich habe mich qualifiziert. Lief doch schon mal besser. Okay. Und jetzt erinnere ich mich auch wieder. Da neben dem Tacho ist so eine schwarze Leiste und die zeigt den Schaden an. Wenn man zu arg beschädigt ist, muss man da rechts in die Box fahren. Und da wird man auf wundersame Weise geheilt. So, jetzt im Moment wird mir da aber noch kein Schaden angezeigt. Das ist eigentlich so ein bisschen irreführend. Lasst mich mal durch. Lasst mich durch, ich bin der Spieler. So. Ach Mann, ich hatte ihn doch schon überholt. Verdammte Axt. Da vermisse ich solche Special Features, wie man es damals in Have a Nice Day zum Beispiel hatte, dass man jetzt irgendwie nach hinten Nägel rauswerfen könnte oder mit Maschinengewehren nach vorne feuern könnte. Deshalb finde ich auch die Formel 1 zu langweilig, da gibt es viel zu wenig Maschinengewehre. Ich würde Formel 1 ja gern wieder schauen, aber das ist einfach, ja, Autos, die im Kreis rumfahren. Toll, ich läster drüber und selber spiele ich so ein Krustier. Das ist einfach nur, weil ich heute gute Laune habe, sonst würde ich das nicht machen. Ich fahre jetzt hier einfach mal schön lustig weiter, aber kommen wir schon mal zum Fazit. Ich habe mir da vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich werde jetzt mal spontan entscheiden. Also für die Idee, würde ich mal sagen 3 Punkte, weil zumindest hatten die so einen gewissen Antrieb zu sagen, dass nicht einfach nur Rennstrecke ist Rennstrecke, sondern wir bauen die Rennstrecke ungefähr nach, wir fügen da Hintergründe ein, die einigermaßen noch was aussehen und dass man verschiedene Schwierigkeitsgrade hat, die sich dann vielleicht danach orientieren, wie viel Schaden man nimmt bei einer Kollision und ob man selber schalten muss oder nicht. Also das finde ich grundsätzlich schon eine valide Idee, das so zu machen. Und deshalb sage ich mal, für die Idee 3 Punkte ist vielleicht fair. Es sind eben 8 Rennstrecken, die kann man fahren, man hat ein paar verschiedene Modi, aber letztendlich, wenn man es dann durchgespielt hat, dann ist die Motivation eigentlich hinüber, dann muss man es nicht unbedingt nochmal spielen. Okay, für die Umsetzung würde ich ebenfalls 3 Punkte geben, aber es ist eigentlich ganz nett gemacht. Ich weiß, Spiele waren damals so, da gab es eben noch keine VGA-Grafik. Man hätte zwar mit EGA-Grafik mehr machen können, siehe Loom. Also Loom ist für mich immer so das Musterbeispiel, dass man auch mit wenigen Farben wirklich richtig geile Grafik haben kann. Das haben die jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt gehabt, aber es ist solide. Mit den Geräuschen hatten die halt nur die Möglichkeit, den scheiß PC-Speaker zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es 88 schon möglich war, großartig AdLib-Unterstützung zu kriegen oder schon Soundblaster-kompatible Sound zu machen. Auf jeden Fall ist es
man hat zumindest das Gefühl, die haben sich Gedanken gemacht, was können wir mit den vorhandenen Mitteln machen. Wir haben nicht so große Mittel, okay, haben wir eben Motorgeräusche, die so ein bisschen gefrickelt, getatter sind, und das Reifenquietschen ist dann eben ein bisschen höherer Speaker-Sound. Ist ganz nett gemacht. Es hat auch so einige Versuche, ein bisschen nette Musik reinzukriegen, und auch, dass die eben, wie gesagt, was ich schon in die Idee habe mit einfließen lassen als Fazit, dass die einfach versucht haben, auch wirklich die Rennstrecken so umzusetzen, wie die gedacht sind, finde ich, ist solide gemacht für die Zeit. Für den Spielspaß gebe ich mal 2 Punkte. Ich bin natürlich verwöhnt, ich weiß, wie man Rennspiel heutzutage haben kann, und das würde dann auch Spaß machen und hätte viel Abwechslung damit. Aber dieses Motorengeräusch, dieses liebliche, reizende, schöne, staccato, phonetisch hochwertige Motorengeräusch geht mir einfach so auf den Sack. Und außerdem, jetzt fahre ich hier die Rennstrecke. Ich weiß, alle anderen Rennstrecken, die werden nicht so viel anders aussehen wie diese hier. Und deswegen habe ich auch nicht so die Motivation, dieses Spiel längerfristig am Stück mal zu spielen. Deshalb für den Spielspaß gebe ich 2 Punkte, weil ich es verstehen würde, wenn jemand zu der damaligen Zeit gesagt hätte, ich finde das Spiel ist saugeil. Und also wie mein Vater eben. Aber mein Vater, der ist sowieso nicht so groß als Referenz für Videospiele heranzuziehen. Wiederum, wenn wir Mario Kart gespielt haben, hat er sich dauernd beschwert, das geht mal, ist schnell, da weiß ich gar nicht, wo ich gerade fahre. Aber das Spiel hier fand er cool, vielleicht weil es so eine gewisse Ruhe in sich birgt. Und deshalb würde ich mal sagen, verstehe ich, wenn man Spaß daran hat, so eine Formel 1 Simulation zu spielen. Ich habe diesen Spaß nicht, aber 2 Punkte am Ende. Das heißt, im Großen und Ganzen muss man das Spiel hier nicht unbedingt gespielt haben, weil es bringt eigentlich nichts Neues ins Genre. Es hatte ein paar nette Nachfolger, Grand Prix 2 war zum Beispiel ein ganz nettes Spiel, war da auch besser gemacht, alles in allem. Oder wenn man sich jetzt hier so diese Pseudo-3D-Grafik anschaut, dann kann man auch gleich sowas wie Lotus Challenge spielen, das hat wahrscheinlich mehr Qualität und ein bisschen mehr dabei. Okay, ich würde dieses Spiel super gerne fertig spielen, aber ich habe keine Zeit mehr, also ciao.